Dicker! Die Legende, Junge. Moin Leute, ich wurde gerade vom Postboten geweckt. Wir haben es so 13 Uhr irgendwas. Ich habe um 14 Uhr ein Date. Ja Mann, nein, ich habe kein Date, aber ich treffe mich da mit wem, den ihr alle vermisst. Nach vielen, vielen Monaten werdet ihr heute wieder eine Person im Video sehen, die ihr alle vermisst habt. Grüß an dich, AJ. Wir treffen uns nämlich gleich. Ich überlege, ob ich noch vorher esse, aber dann müsste ich ihn noch ein bisschen warten lassen, weil ich wäre safe nicht pünktlich. Ich brauche ja alleine eine halbe Stunde zum Auto mit meinem Fuß aktuell. Naja, ich guck mal, ob ich ihn warten lasse oder ob ich einfach nichts esse und pünktlich komme. Ich habe einfach so einen drippigen Schuh mittlerweile. Natürlich hier mit KTGA drauf. Get well soon, Artus. Shoutouts an Mirko. Ich glaube nur, wenn ich den Schuh beim Autofahren trage, dann drücke ich auf Bremse und Gas gleichzeitig. Und dann werde ich noch wegen illegalem Straßenrennen irgendwie verklagt. Weil ich will nicht wissen, wie sich das dann anhört, wenn ich damit Auto fahre. Deswegen lasse ich den erstmal ab. Ich trage den natürlich so viel es geht. Mein Fuß ist allerdings heute Morgen ein Ticken besser geworden. Ich kann auftreten, ohne dass ich mir denke, Alter, scheiße, ich werde gleich ohnmächtig. Und das ist ein gutes Zeichen. Für mich ist es so ungewohnt, in der Küche zu chillen. Wie gesagt, ich hatte hier 4 Jahre kein Licht, kein Tisch, kein Stuhl. Es war wie eine Abstellkammer hier für mich. War eigentlich nur mit gelben Säcken und Pfand voll alles. Und jetzt chill ich hier und esse einen Apfel. Glaubt an eure Träume. Meine Mom meinte, der Apfel sei hart. Ich mag nämlich nicht so gerne weiche Äpfel. Ich bin da eher als Hartus unterwegs. Hart und knack. Na, hör mal. Sieht doch eigentlich wieder normal aus, oder? Fällt das auf, dass mein Fuß kaputt ist? Gleich bin ich am Auto. Hallo. So, dann holen wir mal AJ ab, ne? Keine Sorge, Leute, ich traue mir Autofahren wirklich zu, weil das der Mittelfuß ist und ich den irgendwie nicht so krass beanspruchen muss beim Drücken von den Pedalen. Ich warte gerade auf AJ und ich stehe im absoluten Halteverbot. Und ich wollte gerade aussteigen und dann kam hier vom Ordnungsamt jemand. Da geht die gute Dame. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt, ne? Das Ding ist, genau hier parken immer richtig viele Autos, wo ich gerade stehe. Vielleicht kommt es auf die Uhrzeit an oder so, ich weiß es nicht. Dicker! Die Legende, Junge. Es geht. Kaum ist er da, ist er direkt wieder weg, weil er da was Wichtiges vergessen hat. Ohne das kann er natürlich nicht aus dem Haus, ne? Direkt ein Grinsen, der Junge. Erstmal das Wheezy noch mittaken. Noch einen schnellen Halt bei der Tanke machen. Erstmal Gas tanken, ne? Jetzt ziehe ich erstmal meinen Powerschuh an. Hat mir Mirko drauf gemalt. Wild, oder? Das steht ja. Get well soon, Artus und KTJ. Süß. Wie hält man denn die Cam, Dicker? 3 Jahre Kameramann, wie hält man denn die Cam, Digga? Vor allem ist es noch genau die Cam wie früher. Ich habe mein Auto nicht abgeschlossen. Einfach Auto nicht abgeschlossen, ey. Jetzt muss ich nochmal zurückkumpeln und den Schlüssel holen. Bam, Junge. Back at it again. Da liegt einfach eine Jacke rum. Meinst du, in der Jacke ist das drin? Sheesh, vielleicht ist hier ein Ausweis drin. Hey, die sieht fresh aus, Digga. Probier die mal an. Digga. Die ist ja so klein. Soll ich die mal anziehen? So eine Kinderjacke, Digga. Falls ihr eine Jacke vermisst, meldet euch bei mir. Sie liegt hier noch rum. Ich lasse sie nämlich hier. Paar Nummer größer, wäre ich stabil, aber. Paar, Digga. Hier ist einfach jeder Korb so nach unten gebogen. Und der war eigentlich noch heile letztes Mal. Der ist auf jeden Fall mies am Arsch. Von da, AJ. First try. Airball in 3, 2, 1 und. Karma kommt, Airball für mich. Brady! Ja, hallo! Oh, Digga, was geht? Was geht, Junge? Was geht, Krüppel, Digga? Alles gut bei dir? Alles gut, Digga. Was geht, Digga? Alles gut. Brady! Ich hab den so lange nicht gesehen, den Hund. Er kennt mich noch, ne? Sehr ehrlich. Ja, Bruder, normal. Ich vergiss ja nicht so schnell. So viel wie du mit ihm immer gekuschelt hast, Bruder, der kam noch immer gar nicht klar. Ja, Brady! Ja! Willst du mal einen coolen Shop für die Kamera haben? Na komm. Der war cool, Digga. Ja, Mann. Komm, zeig du auch einen coolen? Ei! Sheesh. Ganz clean. Clean, Junge. Oh, Bruder, mein, ich hab so meine Hand gerade gefickt bei dem Dank, Digga. Ah! Digga, bei ihm sieht das immer so chillig aus, Bruder. Er ist schwarz, so. Weißt du, was Schweine, Digga? Das sieht das alles gut aus. Junge, sogar dein Hund zieht dich ab. Junge! Freddy! Ja, so ist gut. Wir haben gerade darüber geredet, dass er mal gegen einen Basketball-Profi spielen will. Und jetzt kam hier einfach jemand gerade vorbeigelaufen und hat das gehört und hat Peter herausgefordert. Ah, was machst du denn hier?
Freddy, du alte Gurke. You good, Bro. Was machst du, Freddy? Alles gut bei dir, Freddy. Wer gewinnt? Nikita. Oh, 1-1 steht's. Nicht schlecht, dein Herrchen, ne? Wie wimmelst du, Freddy? Oder ich weiß nicht, wie ich anders bei ihm vorbeikomme. Ich höre das. Geht's dir gut, Freddy? Er hat eine gute Größe, ne? Ja, auf jeden Fall. Er ist keine Ratte. Nein! Ah. Ey, Digga, ich treff nur Kante, Digga. Ja, schau mal, ist der Rap, though. Okay, letzter Punkt entscheidet. First with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag, like, here I go again. Normal. Ey, Arthur ist weichert. Guck mal, er kriegt richtig Anschluss von seinem Trainer. Er gerade so schon zu mir, Digga, wir müssen uns beeilen. So krieg ich Anschluss vom Trainer, er läuft gerade hin. Der Trainer macht nur so. Boah, Digga. Alter. Freddy ist ein bisschen am Ballen da hinten. Petir! Nachdem wir gestern alle ballen waren, waren wir dann noch bei Kaufland ein bisschen skaten. Selbst AJ hat mich ein bisschen überwältigt. Der Typ konnte nämlich früher nicht so wirklich gut skaten und hat einen Ollie hingekriegt. Komm mal, was brauchst du da? Alter! Der war nur fett. Hä, mach nochmal? Ja, ich wollte gerade sagen. Heimlich skaten gegangen, oder was? Früher sah das dann eher so aus. Oh nein! Oh, ich hab's gefilmt! Aua. Auf jeden Fall wollte ich Peter noch Kickflip beibringen. Da waren noch sehr, sehr gute Tries bei. Ey! Die Drehung war ab, oder? Ich steh noch nicht auf dem Board, aber ja, okay, gut, alles klar. Boah! Ich hab's mir auf jeden Fall, also die Drehung habe ich mir schon schwerer vorgestellt, auf jeden Fall. Das ist einfach Varial Flip, den du machst. Und was ist der Unterschied? Du machst noch einen Shove-It mit rein. Ach so, weil der sich noch so dreht, meinst du? Ja, so. Ja, okay. Den werden wir auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ich möchte nämlich so ein Video machen, dass er den wirklich innerhalb von 2 Tagen lernt. Heute war so der Anfang, er hat eine halbe Stunde maximal geübt. Nebenbei ist natürlich auch immer so ein bisschen random Shit passiert. Ja, Bruder, was soll ich dir sagen? Ja, ich hab schon die Message verstanden. Bruder, wenn ich eine Jogginghose hab, ist ganz schlimm. Wenn ich zum Beispiel auf dem Fußballplatz stehe, Digga, und ich warte gerade auf dem Schreibtisch. Genau, auf dem Freistoß, Digga. Ich weiß nicht, wie ich auf den Schreibtisch gekommen bin, Bruder. Ich mach immer so. Ja, okay, perfekt, Digga. Eben noch so, fuck, ich hab keinen Tabak. Er hat grad so gehofft, Digga. Aber das war's auf jeden Fall von unserem Tag. Ich hoffe, euch hat der Vlog mal wieder mit AJ auch gefallen. Lasst ein Abo da für mehr Vlogs, wenn ihr Bock auf Skaten habt und so ein Shit. Ne, AJ?